Und stillgestanden, meine lieben Fliegerkadetten, denn es geht wieder los im PBM 67 mit dem Captain. Wir sind mit Deutschland Runde in Runde 156 unterwegs. Und wie wir gleich sehen, es ist ein weiterer Weltkriegsbomber fertig. Und welchen guten Namen könnten wir denn diesen Weltkriegsbomber denn mal geben? Jemanden aus dem Ersten Weltkrieg wieder mal. Eine berühmte Fliegerlegende. Mann, was ist denn heute los? Vielleicht kennt ihr ihn aus anderen Erste Weltkriegsspielen. Auch den Namen Oswald Boelcke. Mit CK geschrieben. Ja, genau. Passt sogar genau rein. Oswald Boelcke. Und genauso wie Richthofen wird er sich der Bombardierung von Landeinheiten widmen. Und er bekommt auch noch die Reichweitenbeförderung, damit er umgehend bis nach Genf geschickt werden kann und von dort aus mit 8 Feldern 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 diesen ganzen Bereich hier abdecken kann zum Beschießen. Da hat er eine ganze Menge. Wunderbar. Ja, der gute Richthofen, der kommt jetzt später erst dran. Wir gucken erstmal auf die Ereignisse, denn die Ereignisreihe quillt über. Wir benötigen in Köln Perlen, die wir nicht haben. Und in Pasargada auch Perlen. Das sind genau die zwei Sachen, die ich nicht habe. Der Russe hat Perlen und die Elefanten, da hockt der Engländer drauf. Wenn ich Elefanten möchte, müsste ich wahrscheinlich Canterbury oder mindestens Nottingham erobern. Das ist natürlich nicht so schön. Gut, Bevölkerungswachstum in Paris. Dieses Bevölkerungswachstum beschert mir gleichzeitig mehr Glauben, denn jetzt hat er das Glaubensfeld hier belegt. Gibt zwei Nahrung, ein Hämmer, zwei Nahrung, ein Geld und natürlich 6 Glauben. Wundervoll ist das. Wunderbar. Gut. Und unser Sanitäterritter ist da, ne? Die Ritter sind ja bekannt dafür für ihre Heilkünste, ne? Dementsprechend geben wir ihm jetzt die Sanitäterbeförderung und da steht, alle Einheiten in benachbarten Feldern werden pro Runde um 5 zusätzliche Trefferpunkte geheilt. Wenn ich jetzt natürlich irgendwie auf 60 käme, das schaffe ich natürlich jetzt nicht mehr, weil es Brandenburger Tor weg ist, hätte ich natürlich auch versuchen können, noch einen zweiten Sani zu machen, die zweite Sani-Beförderung zu nehmen, dann sind es immerhin schon plus 10 Punkte, so halt nur 5. Dann stelle ich den jetzt hier direkt neben Genf und wenn dann meine Flugzeuge hier drin ein bisschen ausruhen müssen, dann sind sie nicht nur mit 25 von der Stadt, sondern mit 30 geheilt. Okay, weiter im Text, bei den ganzen Ereignissen. Jerewan möchte ganz gerne, dass wir den Louvre bauen. Damit ist das jetzt schon einer von wie vielen Stadtstaaten, die den Louvre wollen? Prag möchte einen Händler. Wer möchte noch den Louvre? Wo denn? Wo ist denn das? Ach so, Jerewan. Da möchte den Louvre. Mailand möchte gerne, dass ich Big Ben baue. Ragusa möchte ganz gerne auch den Louvre haben. Brüssel möchte auch den Louvre haben. Na, vielleicht ist das ja doch was, was ich mal machen könnte. Ragusa auch den Louvre. Mailand den Big Ben nicht. Da sind jetzt schon 3 Stück, die den Louvre haben wollen. Naja, vielleicht überlege ich es mir nochmal, den Louvre zu bauen. Gut, und da möchte jemand gerne Schmuck haben. Nämlich der Stadtstaat Sydney. Und den habe ich... Der möchte auch einen großen Ingenieur haben. Ah, das mache ich mit dem großen Ingenieur dann demnächst. Sydney hier unten. Der wäre mir ja fast abhanden gekommen als Verbündeter. Das wäre dann unschön gewesen, weil dann hätte der andere nämlich, die anderen hätten nämlich ihr Geld einsetzen können und den vielleicht gegen mich hetzen. Und das will ich nicht. Und natürlich habe ich Antwerpen jetzt das Quest der Kulturelite erfüllt. Na, wo ist denn Antwerpen? Da. Und das war so schön rot und jetzt ist es wieder auf 1. Allerdings wird es bald wieder rot werden, denn hier werde ich jetzt natürlich erstmal wieder angreifen müssen. Denn wenn ihr, wie ihr hier seht, da dieses französische Musketierding hat sich zurückgezogen und zwar auch noch so ungeschickt auf diesen Hügel, da kriege ich den nämlich von hier gar nicht.
So, gucken wir mal, wie wir ein Schiff kriegen. Krieg ich sofort hier. Nein, obwohl hier 1, 2, 3, aber da er irgendwie scheinbar die direkte Luftlinie diesen Berg hier hat, nimmt es nicht. Dann muss ich jetzt noch ein Feld weitergehen. Und von hier aus funktioniert's wunderbar. Aber bevor ich schieße, wird jetzt noch hier mein Admiral Farragut rübergeholt. Warum heißt der eigentlich Farragut? Den haben wir offensichtlich von den... Der ist ein Überläufer bestimmt von den Engländern oder so. Oder unterstützen uns von dem anderen Kontinent die Amerikaner? Wir wissen es nicht. Schießen wir einmal auf diesen Musketier. Und 33 Schaden. Naja, immerhin. Besser als nix. Der weitere Schaden, der da dran gemacht wird, wird jetzt von Richthofen gemacht. Richthofen hat immerhin noch 94 Trefferpunkte. Was ich auch etwas komisch finde, die Musketen hier, die Musketiere, die können doch überhaupt nichts... Können überhaupt nichts gegen den Doppeldecker ausrichten. Wie die Schaden machen können da dran, das finde ich echt erstaunlich. So, aber sie können wieder Schaden machen und beim nächsten Mal machen sie wahrscheinlich sogar 15 Schaden, weil die Einheit stärker ist. Legen wir mal los und da kommt Richthofen und er nimmt einen großen Bogen und fliegt an. Einmal drauf donnern und damit geht er wieder zurück. Ja, 38 Schaden und selber habe ich wie viel Schaden bekommen? Ja, immerhin auch, ja, 15 waren es nicht, 13 waren es gewesen. Na, immerhin, jetzt hat er schon nur noch 29. Helfen wir ihm jetzt noch ein bisschen, indem wir diesen... Ja, der könnte bald noch besser werden, deswegen nehmen wir diesen Lancier. Einmal nach vorne rücken. Und da drauf... sehe, wenn ich jetzt hier rüberfahre, sehe ich gerade bei den ganzen Stärkeeigenschaften, dass ich einen Fehler gemacht habe. Ich hätte nämlich noch eine Einheit daneben ziehen müssen, dann wäre er noch ein bisschen stärker gewesen und hätte ihn wahrscheinlich vernichtet. So vernichtet er ihn jetzt natürlich nicht. Naja. Greifen wir an. So. Jetzt vernichtet er ihn natürlich nicht. Ja, den Fehler, leider sehe ich den jetzt. Ich hätte eine von diesen Schützen oder vielleicht diesen hier, diese Gatling-Kanone hier vorziehen müssen, damit der hier noch den Angriffsbonus kriegt, hier, dass eine befreundete Einheit neben ihm steht. Das habe ich jetzt nicht gemacht. Na gut, dann werde ich jetzt hier einfach nur den Rest ein bisschen verschanzen, beziehungsweise in Position bringen. Wir nehmen den, können wir hier oben hinstellen, damit er demnächst hier rüber angreifen kann. Hier den können wir zurückziehen. Modernisieren. 103, das ist meine Elite-Gatling. Die kann auf zwei Felder schießen weit. Die Gatling kann auf dieses Feld. Der kann da bleiben. Der kann da verschanzen. Ach, hier, da hat er auch geschossen. Hier, mit der Kanone, hat 10 Schaden gemacht. Verschanzen gibt halt immer schön hier noch ein bisschen mehr an Punkten. Deswegen verschanzen, verschanzen, verschanzen. Die Einheit. Ja, siehst du, die hätte ich da vorne hinziehen können. Und das hätte ich früher machen müssen. Ach ja, die habe ich nämlich jetzt im Nachhinein dahin gezogen. Hätte ich mal früher machen sollen, dann wäre es nämlich bestimmt besser ausgegangen. Na, aber auch nicht so viel mehr. Ja, wäre vielleicht, ist vielleicht egal. Ist egal jetzt. Okay, kann ich nichts dran ändern. Es läuft sowieso trotzdem ganz gut. Wir ziehen jetzt noch unsere Fregatten zurück in unsere Gewässer, damit die mal voll heilen können. Der in Paris kann jetzt nichts angreifen, wenn ich mir sehe, er kann das ganze Pariser Umfeld hier mit 3 Feldern abdecken, aber er kann dort nichts anderes angreifen.
Mal schauen, das ist vielleicht eine Einheit, die ich demnächst mal zum Schlachtschiff befördere, damit der dann 4 Felder angreifen kann. Und dann 1, 2, 3, 4, dann ist er nämlich noch weiter hinten. Wunderbar, und kann noch mehr angreifen. Gut, das ist soweit die Front hier. Ja, mein Lanzier hier ganz rechts, den habe ich mal stehen gelassen, einfach so. Und ja, dementsprechend widmen wir uns jetzt mal der Südfront, nicht der Südfront, unser schöner Freibeuter. Den ziehen wir nochmal ein kleines Stückchen in Richtung Manila. Können wir jetzt inzwischen erpressen? Nein, können wir nicht. Manila lässt sich noch nicht wieder erpressen. Und wir gucken nebenbei ein bisschen, was so der Russe macht. Ja, bei Jekaterinburg und bei Kyoto hat er sich zurückgezogen. Er hat offensichtlich auch nichts angegriffen. Plündern tut er scheinbar auch nicht. Ich weiß auch nicht, warum die nicht plündern. Sie könnten hier alles Mögliche voll plündern, aber das machen sie offensichtlich nur. Oder das macht er offensichtlich nur, wenn er unbedingt was braucht. Naja, aus Kyoto kann ich hier nicht so viel beschießen. Da hoffe ich auch, dass ich hier die, ja, die Schlachtschiffe bekomme, damit ich nämlich 1, 2, 3, 4, 4 und hier dann überall schießen kann. Denn es ist langsam etwas nervig, dass die Truppen außerhalb meiner Reichweite stehen und ich sie nicht beschießen kann. Ja, gut. Also, was machen wir dann deswegen? Wir gucken mal, ob wir mit unseren Fregatten 1, 2, 3, 1, 2, 3, damit Manila überzeugen können, Tribut zu fordern. Nein, immer noch nicht. Dann ab wieder zurück in die Stadt. So. Und verschanzen. So. Und der Freibeuter kann zurück in Richtung Paris. Jo. Gehen wir die Westfront weiter rauf. Ich werde hier nicht angreifen, sondern ein bisschen einfach nur ziehen. Zum Beispiel diesen Lanzier hier. Und zwar ziehen wir mal dahin und wir sehen, aha, auf den Pferden ist schon mal nichts. Noch ein Feld vorziehen, aha, und da ist die Zitadelle, die ich schon die ganze Zeit dort wegen dieser Ausbuchtung hier vermutet habe. Ja, und sie ist leer, deswegen, das könnte noch interessant werden. Wie machen wir das jetzt? Mit dem Lanzier kann ich nächste Runde, könnte ich draufziehen und sie vernichten. Ja, wie machen wir das? Wir gehen hier hin. Da kann er mich mit der Stadt nicht beschießen. Dann kann ich nächste Runde draufziehen, Zitadelle plündern und dann ist diese Zitadelle auch kein Thema mehr für mich. Gut. Weitere Truppenbewegung. Unsere geschenkte Gatling-Kanone können wir hier Stück für Stück mal nach vorne ziehen. Bis hier hinten bei Jekaterinburg. Da kannst du dann hinterlauern. Da haben wir dann 1, 2 Gatlings. Sollte er nochmal vorrücken hier. Eine müssen wir noch über den Fluss ziehen. Dann haben wir hier genügend Gatlings und Einheiten stehen, dass er mit seinen Kosaken hier, die allesamt angeschlagen sind, nichts machen kann. Ja, scheint so, als ob es Stillstand gibt an den ganzen Fronten. Nur richtig was passieren tut nicht. Denn ich will ja auch nicht unbedingt vorlaufen. Aber er scheinbar auch nicht. Und Gordium hat er sich mir angeboten. Dann schießen wir nochmal auf Gordium. Damit wird mein Armbrustschütze nochmal verbessert. 62. Und der andere Armbrustschütze hier mit 51 nochmal drauf. Hat dann 53. Nee, 54 sogar. Damit sind die soweit. Der andere Armbrustschütze hier oben hat nur noch 43 Trefferpunkte. Den lassen wir heilen. Gibt dann 58. Er sollte eigentlich, naja, entweder schießt dann weg oder er schießt ihn nicht weg. Also es kann eigentlich nicht viel passieren. Nehmen wir unseren Schützen noch. Der Schütze mit unserer Marschierenbeförderung heilt natürlich wunderbar 10 nochmal hinterher. Also kriegt der jetzt einmal einen voll geplündert, gibt 9 Goldstücke und er greift an.
Und nimmt 24 Schaden, also nochmal 10 drauf. Ist er wieder bei 76. Ja, und das waren die Königstiger, die bei Kaiser Wilhelm gerade auf dem Nachttisch spaziert sind. Hier in Berlin. Genau. Weshalb er gleich anordnet, alle möglichen Kanonen müssen in die Städte. Und dementsprechend bringt er sie zurück in die Städte. Ja, nicht der U-Boot-Krieg. Den U-Boot-Krieg, den kann er sonst was machen. Und auch das Reiterchen hier ab unten in die Stadt. Mag sein, dass das alles sinnfrei ist, aber die Kanonen kommen einfach mal weg von der Hauptstadt. Die Hauptstadt ist jetzt sicher. Und die Kanonen und die Einheiten, die da oben zur Unterstützung waren, können jederzeit nach Berlin gezogen werden, aber werden jetzt abgezogen, damit die Kanonen in die Städte gehen. Grund dafür könnte natürlich sein, dass nächste Runde eine Sozialpolitik kommt und durchaus die Überlegung herrscht, Kriegerkaste zu nehmen. Wobei, eigentlich ist es nicht so schön. Gibt nur zwei Kultur. Sinnvoller wäre es wahrscheinlich wirklich, Freiheit endlich aufzumachen und die Spezies zu fördern, die wir einstellen. Gut, kommen wir zum Abschluss des ganzen Turnsets. Und zwar die U-Boote. Der Engländer hat offensichtlich gar nichts gemacht. Er hat weder irgendeine Lust, hier die Städte mit irgendwelchen Einheiten zu verstärken, noch zieht er seine Linienschiffe aus den Städten raus. Das ist wohl seine einzige Stadtverteidigung. Bringen ihm die Linienschiffe natürlich in den Städten nichts, weil wenn ich dann demnächst mit Fregatten die drei schießen können oder mit Schlachtschiffen ankomme, die dann auch automatisch drei Felder weit schießen können, dann sind seine Städte tabu. Dann eingenommen, meine ich. So, wir machen aber jetzt was anderes. Wir sorgen dafür, dass diese zwei Nahkampfschiffe jetzt wegkommen. Und ein bisschen Aufklärung betreiben wir auch. Zwei, noch vier Felder können wir. Drei. Vier. Fünf. Gut, und Feuer. Und damit ist der Freibeuter weg. Er kann kein U-Boot erobern mehr. Und jetzt nehmen wir noch diese Einheit und ziehen 1, 2, 3. Machen wir das so? Jo, ich denke, das machen wir so. Und bleiben da stehen und Feuer. Das war das U Nummer 9. So, und jetzt U96. Eins, zwei. 3, 4, 5, 6. Schaut hier auf die Ebene und hier hinten überall keinerlei Einheiten zu sehen. Und hier ist ein Stadtstaat Belgrad, den wir auch noch nicht entdeckt haben. Das ist doch mal nett. Mal gucken, was Belgrad dann hat. Vielleicht hat er ja sogar Elefanten. Vielleicht hat Belgrad ja sogar irgendwas anderes, was ich brauche. Und jetzt das letzte U-Boot. Was machen wir mit dem? Wir gucken erstmal auf die Demografie und stellen fest, England hat 48%, also minus 4 Zufriedenheit. Dem geht's gar nicht gut. Und das werden wir jetzt noch ein bisschen verschärfen. Also ziehen wir vor. 1, 2, 3, 4. Ist zwar jetzt hochriskant hier oben, weil er natürlich einfach eine Landeinheit vorziehen muss und dann mich sehen kann. Und dann könnte er quasi auch mit der Stadt auf mein Feld, auf meine Einheit schießen. Und auch mit dem Linienschiff. Aber hier ist weit und breit nirgendwo eine Landeinheit zu sehen. Deswegen plündern wir ihn jetzt einfach weg. Und selbst wenn er drauf schießt, naja,
Die 35, das wird er schon ein bisschen aushalten können. Zur Not kriegt er halt, wird er halt zurückgezogen nach Sydney und kann dort reparieren. Das war der U-Boot-Krieg. Kommen wir noch zu einigen Stadtmanagement-Sachen. Zum einen haben wir in Aachen Bevölkerung bekommen, unser elften Bürger. Und was machen wir da? 4 Produktionen sind natürlich schön, aber diese Stadt hier braucht gar nicht so viele Produktionen. Gebe ich doch mal lieber gleich in einen Spezialisten, der bringt 5. Und mit dem Bonus bringt er sogar nochmal ein mehr, bringt 12. So, nehmen wir weg nochmal. 72. 82, nein, bringt 10. Wird verdoppelt. Wird verdoppelt, der Wissenschaftsertrag. Da, Stadtmodifikator 100%. Aus 5 macht 10. Damit braucht das Museum zwar ein bisschen länger, aber die Wissenschaft geht vor. Jo, und was ist sonst noch so? Wir haben noch unsere Bautrupps zu managen. Hier ein Handelsposten. Wenn ich jetzt auf Passagarde gehe, wird er auch umgehend das umstellen, um den Handelsposten zu nehmen, um Geld, Hämmer und Forschung zu bekommen. Die Straße nach Valletta wird nächste Runde fertig. Das heißt, Valletta wird uns dann auch als verbündeter Stadtstaat zur Verfügung stehen. Damit kriegen wir nochmal Kohle, Räucherwerk und ja, das war's. Schade, Valletta hat sonst nichts anderes anzubieten. Außer Militäreinheiten, die dann noch kommen. Und die anderen 2 Bautrupps habe ich schon bereitgelegt, dass sie die Straße hier von Tarsus darüber bis nach Lissabon auch bauen sollen, damit Lissabon demnächst auch Verbündeter ist. Und dann gucken wir mal, was unser Spion in Prag macht. Wie lange dauert es noch? 4 Runden. In 4 Runden wird Prag wieder manipuliert. Und damit ist dann wahrscheinlich Prag auch Verbündeter. Habe ich noch mehr verbündete Stadtstaaten? Da fehlt jetzt eigentlich nur noch Sidon und Vatikanstadt. Und beide wollen gerne dieses Lager ausgeräuchert haben. Nee, Sidon nur. Und Kuala Lumpur. Wo ist denn Kuala Lumpur eigentlich? Ach, da oben. Ja, das könnte ich natürlich auch machen. Dieses Lager ausradieren. Ja, werden wir sehen. Das wäre dann auch schon alles wieder diese Runde. Ein langer Turnset. Viel passiert. Ich habe jede Menge Forschung, nächste Runde kommt Normbauteile und ich kann endlich Weltkriegsinfanterie machen und die wunderbare Freiheitsstatue, die ich dann umgehend mit meinem großen Ingenieur bauen werde. Gibt Ingenieurspunkte und gibt vor allen Dingen noch mehr Produktionsspezipunkte. Warum dauert der Flieger hier 3 Runden? Das ist er. Warum braucht der 3 Runden jetzt hier? Ziemlich ungünstig. Naja. Das war's. Wir sehen uns in Runde 157, wenn es wieder heißt, der Captain mit Deutschland gegen den Rest der Welt.